Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder jede Menge einzelne kleine Telefonschnipsel. Schnipsel, die so für ein eigenes Video nicht gereicht haben, aber doch ziemlich aufschlussreich sind, was wir da genau für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonteilen. Ja, bitte. Ja, guten Tag. Grüß dich, Herr Eichmann hier. David Eichmann von Onlinehandel. Können wir sprechen auf die Zeit? Ja, worum geht's denn? Es geht über Trading, über Erfahrung. Mhm. Wen möchten Sie denn da genau sprechen? Ja, bitte? Wen möchten Sie denn da genau sprechen? Mit Ihnen, Herr. Mit Herr Fierk, Poppe. Ach so. Ja. Sie haben schon früher ein Konto bei uns registriert und ich werde für Sie jetzt den Gutschein, was Sie von uns registriert haben, ja speichern. Aha. Deswegen habe ich Sie angerufen. Können das Sie am Computer gehen, bitte? Nein. Entschuldigung, vorsichtig ja, von anderen Leuten, ja? Vorsichtig von anderen Leuten. Wir sind nicht die gleiche. Ja, aber ihr seid ja Betrüger. Bitte? Ihr seid ja Betrüger. Welche Betrüger? Na, ihr seid Betrüger. Entschuldigung, noch einmal? Ich sagte, ihr seid ja Betrüger. Meine Seite ist Betrüger? Mhm. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Ja, mit einem Kriminellen. Ich bin kriminell, ja? Ja. Okay, für die Sicherheit, dieses Telefonat ist registriert von uns. Das okay? Ist schön. Ja, super. Von mir auch. So, kein Problem. Und die zweite, Sie haben selbst angemeldet bei investen.com. Ja, wir sind ja trotzdem Betrüger. Wir sind eine Hauptsitzfiliale. Nee. Es tut mir leid für das Geld, was Sie früher verloren. Habe ich ja nicht. Ja, Sie habe. Aber ist kein Problem. Keine Sorgen, weil immer, ich fick dich im Arsch, ja, du verfickter Hurensohn. Gucke, ich mach kein Spiel mit dir. Ja doch, du bist Gehen der Betrüger. Sie weg von meiner Seite, du Schwul. Gehen Sie mit Betrüger arbeiten, du verfickter Hurensohn. Du bist ja peinlich. Na, da haben wir ja wieder einen ganz netten Betrüger an der Leitung gehabt. Und der hält sich jetzt selber noch für seriös und ist der Meinung, dass er von irgendeiner Hauptplattform anruft. Also was auch immer das bedeuten soll. Also seriöser macht ihn das Ganze hier nicht in dem Gespräch. Ja, und ganz zum Schluss hat er ja wirklich definitiv auch wieder verraten, was er eigentlich für ein Mensch ist. Definitiv kein seriöser und definitiv auch nicht von irgendeiner Tradingbank. Das hier war wieder nichts anderes als Betrug, wo der Betrüger, tja, wieder eine sehr kurze Leitung hatte und gleich darauf angesprungen ist. Jo, wie kann ich Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ja. Ich bin gerade mit Herrn Gerda. Hallo? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie sind hier bei Trading Online. Ja, ich habe Sie angerufen wegen der Anmeldung, die Sie bei uns gemacht haben, Herr Gerda. Nee, ich habe bei Ihnen keine Anmeldung gemacht. Wenn, dann haben Sie bei mir eine Anmeldung gemacht. Ach so. So, Sie sind ein Broker. Nee, ich bin kein Broker, aber ich arbeite bei einer Online-Bank und sorge dafür, dass die Leute ihr Geld einzahlen. Bei einer Online-Bank? Was für eine? Ist eine bekannte Bank. Bitte? Trader FX24. Trader FX24, aber das ist ein Scam. Ja, richtig. Bitte? Ja, und? Ja, Sie sind nicht bei einer guten Firma. Ja, das Gespräch wird aufgezeichnet. Das, ich zeige Sie dann an. Wegen Beleidigung. Ja, ich zeige das mal an. Aber warum arbeitest du da? Warum nicht? Nein, du bist ein Betrüger. Ja, und? Also, wie viel ist der mindeste Summe da? 250 Euro. Aber das ist aber zu wenig. Also wie viel kann man starten? Ja, so logisch. Aber 1000 gehen auch. Aber mehr geht erstmal nicht. Das geht wegen Überweisung. Zum Beispiel, wenn ich 20.000 einzahle, wie kann ich das machen? Ja, mit Visa oder Mastercard. Ja, aber nicht eine Einzahlung von 20.000 mit einem Visa oder Mastercard machen. Nee, das ist richtig. Aber wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja die 1000 nehmen und dann Party. Aber schick mir mal die Bankdaten und ich kann durch die Bankdaten die Einzahlung machen. Nee, das mache ich bei dir nicht. Aber, ja, schaust du jetzt, du gibst mir keine Möglichkeit, um das Geld einzuzahlen. Doch, mit Visa oder... Also entweder zahle ich bei Ihnen 20.000 ein oder zahlen Sie bei mir 20.000. Nee. So, soll ich dir meine Bankdaten schicken und Sie zahlen 20.000? Nö, ich zahle nichts ein. Ich zahle bei mir ein.
Aber sehr schön, dass er sich ja mit dem ganzen System auskennt und auch gleich weiß, welche Firmen Betrügerfirmen sind. Irgendwie wahnsinnig spektakulär. Auf jeden Fall hat er hier schön mitgespielt. Tja, dass das Gespräch natürlich jetzt hier nur Blabla war, das wusste er jetzt ja selbst. Aber schon interessant, dass die da direkt drauf anspringen und wissen, wie Betrug funktioniert. Und dass das mit den 250 Euro ja auch ein bisschen wenig ist. Es ist schon irgendwie wahnsinnig. Tja, er wird wohl selber von einer Betrügerfirma angerufen haben. Da werden wir wohl mit der Vermutung schon nicht ganz falsch liegen. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Bin ich richtig mit der Carsten? Nee. Mit wem rede ich bitte? Ja, den Sie angerufen haben. Also, Herr, ich melde mich gerne wegen einer Meldung, die Sie in die Börse gemacht haben. Nee, habe ich ja nicht. Haben Sie nicht? Nee. Und haben Sie Erfahrungen mit der Börse? Nee, will ich auch nicht. Wünschen Sie einen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Tschüss. Ja, am Ende immer irgendwie das Gleiche, wenn die anrufen. Da ändert sich ja wirklich überhaupt nichts an deren Skript. Ja, aber der hier war auf jeden Fall auch fleißig lustlos. Sonst versuchen sie ja einen noch gerne irgendwie zu überreden, dass man nicht doch noch was einzahlt. Naja, der hat sich ja immerhin mal noch nett verabschiedet. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr Felix. Wie kann ich denn helfen? Hallo? Ja, der Nachname, der war Flitzekacke. Dementsprechend hat er nicht mit dem Herrn Felix Flitzekacke sprechen wollen. Er hat wahrscheinlich den Call einfach hochgeschmissen bekommen und wurde vor vollendeten Tatsachen gestellt. Tja, und dann hat er lieber schnell das Gespräch abgebrochen. Verständlich an dieser Stelle. Ja, bitte? Hallo, schönen guten Tag, Herr Rüdiger. Herr Rüdiger, hören Sie mich? Ja. Hallo? Ja, was ist denn los? Mit wem bin ich verbunden? Den Sie angerufen haben. Mit wem bin ich verbunden? Den Sie angerufen haben. Tja, ein paar Sekunden und schon ist er weg. Ja, also irgendwie, ich finde es immer wieder fragwürdig, warum die nach den Namen fragen. Den haben sie ja eigentlich dort. Und eigentlich gehört sich das auch so, dass der Kunde nicht seinen eigenen Namen nennen muss, wenn ihr angerufen werdet. Denn sonst wisst ihr auch überhaupt nicht, ob der Anruf für euch gewesen ist. Tja, es ist schon irgendwie verrückt, aber es interessiert halt die Betrüger auch nicht. Und Datenschutz? Ja, sowieso schon überhaupt nicht. Also hier an der Stelle auf jeden Fall aufgepasst, wenn euch einfach irgendein Fremder nach eurem Namen am Telefon fragt. Ignoriert das und beendet das Gespräch und versucht gar nicht erst mit denen in einen Wortwechsel zu kommen. Denn wenn jemand was von euch möchte, dann weißt ihr auch, welcher Name sich hinter der Rufnummer verbirgt. Mhm. Hallo. Mhm. Mit wem bin ich verbunden? Für was haben Sie mich angerufen? Hallo? Sie rufen doch mich an. Nö. Wozu haben Sie mich denn angerufen? Das weiß er dem Anschein nach nicht. Vielleicht ist dem netten Herrn hier aufgefallen, dass er da ein paar Fake-Datensätze drin hat. Schön haben wir ja jetzt hier mehrfach dran. Ich weiß es nicht. Irgendwie so in der Richtung wird es schon gewesen sein. Aber mit einem seriösen Verhalten hat das eigentlich auch nicht viel zu tun. Ich finde es schon ziemlich fragwürdig, was die da eigentlich am Telefon veranstalten. Außerdem hat man gehört, dass es hier wohl auch wieder ein größeres Zimmer oder ein größerer Raum gewesen sein muss, wo auch noch andere drin gesessen haben. Tja, Betrug macht sich halt am besten auf Masse, wenn man ganz viele Leute gleichzeitig anruft. Irgendwann wird halt schon irgendeiner Ja sagen. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Hallo? Hallo, schönen Tag. Hm? Mit wem bin ich verbunden? Wer sind Sie denn? Wieso haben Sie mich angerufen? Sie haben mich angerufen. Nö. Na klar. Nö. Kann das sein, dass Sie ein bisschen unintelligent sind? Nur sagen Sie mir, wieso möchten Sie mit mir zu reden? Wieso haben Sie mir jeden Tag angerufen? Ich habe Sie nicht angerufen. Ja, doch. Ich habe hier alle Ihre... Ich habe ja gar keine Telefonnummer. Oh, leider. Quatsch. Nee. Sagen Sie mir Ihren Namen, bitte? Nee. Nö. Wow, was für ein guter Name ist das? Hm. Uff. Wir hören uns wieder dann. Tschüss, Betrüger. Nicht mehr anrufen, okay? Tschüss, Betrüger. Ich rufe von Ihrer Seite, okay? Ciao, Arschloch. Tschüss, Betrüger.
Also es ist ja wirklich schon beeindruckend. Den hat man jetzt hier nur wirklich ein paar Mal dran. Und beeindruckend finde ich eigentlich, dass die, also irgendwie müssen die sich immer mit Beleidigungen zum Schluss ja, des Betrügers bestätigen. Ich weiß es nicht. Irgendwie haben sie doch alle Spaß dran. Ich weiß es nicht. Haben die alle die gleichen Beleidigungen da auf dem Zettel stehen? Können die auch mal noch eine andere? Können die mal was Witziges sagen? Ich weiß mal nicht. Also, die fühlen sich natürlich genervt davon, wenn die ständig jemanden an der Leitung haben, der da nicht hingehört und kein Geld bringt. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich weiß wirklich nicht, was ich von solchen Leuten halten soll. Ich meine, der hat ja jetzt ja auch noch seine Tatsachen verdreht. Keine Ahnung, was der damit bezwecken wollte. Eigentlich verplempern die ja so nur ihre Zeit. Aber gut, wenn sie das gerne machen möchten, bitteschön. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja? Spreche ich mit Herr Gustav? Nee. Mit wem bin ich verbunden? Mit denen, den Sie angerufen haben. Ach so. Ja, ihr habt richtig gehört. Es war wieder der gleiche am Apparat. Mal gucken, ob der uns noch ein paar Mal mehr beehrt hat. Da muss ja ein richtiger Mangel an Betrugsopferdaten vorherrschen. Wieder du Arschloch. Was haben wir gemacht? Euer System gehackt. Du wirst heute den ganzen Tag bei mir. Oh, da hat er nicht mal zugehört und schon mittendrin aufgelegt. Aber es war wieder unser Kumpel von gerade eben und davor und davor und davor. Also ich finde es immer wieder lustig. Vor allem finde ich es sehr, sehr lustig, wenn die Betrüger absolut irritiert sind und die sich fragen, wie ich das mache. Dass die Telefonnummer halt einfach nur fortlaufend ist, das bemerken die dabei irgendwie jedes Mal nicht. Aber naja, so ist es halt, ne? So mache ich das halt ja auch. Die Betrüger versuchen natürlich über IP-Adresse und Telefonnummer und Name zu blockieren, dass man sich nochmal anmelden kann, wenn man die gleichen Daten in der gleichen Konstellation nochmal nimmt. Zweimal die gleiche Telefonnummer geht ganz oft nicht. Und auch zweimal vom gleichen Standort aus nicht. Naja, aber die IP-Adresse kann man ja wechseln über einen VPN-Server. Das sind 3 Klicks und schon ist es erledigt. Hat man eine neue IP-Adresse und mit der Telefonnummer nehme ich einfach die nächste fortlaufende Nummer und schon mülle ich deren System einfach mal schnell mit 100 Datensätzen voll. Und dann haben die natürlich eine ganze Weile erstmal zu tun, um da rauszukriegen, ja, wo jetzt die ganzen Fake-Datensätze herkommen. Schon lustig. Es kommt ein Biber-Butzelmann in eurem System herum, wiedebumm. Ja. Ja, hier hat er tatsächlich leider schon gar nicht mehr mit uns gesprochen. Da hat er keinen Bock mehr gehabt. Also, aber schon lustig, dass es hier tatsächlich den ganzen Tag geklingelt hat. Also, das Callcenter haben wir so richtig schön überfordert, bis wir dann letztendlich die Anmeldeseite einfach abgeschaltet haben. So können die sich halt leider tatsächlich wehren. Denn wenn die ihre Anmeldeseite wechseln oder ausschalten, ist ja nicht so schlimm. Die telefonieren ja nicht nur für ein vermeintliches Callcenter. Wechseln sie halt den Namen, nehmen eine andere Webseite, nehmen da die Daten und dann wird halt dafür telefoniert. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Man kann nicht mal mit Datenflut, die irgendwie ja überfordern, die schalten einfach System aus und nehmen es andere. Da tragen sich gleichzeitig genug andere Leute ein. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Na, zumindest haben wir so ein bisschen bespaßt und deren Zeit ordentlich verplempert. Ja? Hallo, schönen guten Tag. Dormann, mein Name. Sprech mit Herrn Voldemort. Ja? Herr Voldemort, schön, dass wir Sie erreichen. Dormann, mein Name. Ich grüße Sie. Es geht sich einmal um die Strompreisanpassung in Berlin. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass die Energiepreise teurer werden. Und da wollten wir einmal schauen, ob es eine Preisoptimierung noch bei Ihnen möglich ist. Was zahlen Sie denn derzeit an Strom, Herr Voldemort? Im Moment 20 Euro. Also Sie leben ganz alleine? Mhm. 20 Euro, dann haben Sie auch keinen hohen Verbrauch, ne? Vattenfall, Europa Sales, dort sind Sie ja noch. Mhm. Mhm. Was verbrauchen Sie jährlich an Strom? Weiß ich nicht, aber ich habe nicht viel, 20 Euro im Monat und nicht mehr. Ja, verstehe. Haben Sie vielleicht eine Jahresendabrechnung, wo Sie drauf schauen können, gerade eben bitte? Nee, habe ich nicht da. Ja, verstehe. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich. Mhm. Jo, tschüss. Und wofür genau bedankt er sich jetzt unser Stromheini? Ich meine, er konnte ja nichts verkaufen, ne? Das ist schon ziemlich ärgerlich, wenn der Kunde vermeintlich auf einmal viel, viel weniger an Abschlag hat, als die einem da aussuchen können. Also habe ich hier in dem Fall auch tatsächlich bewusst so gewählt, dass ich den Preis, den ich angeblich bezahle, sehr, sehr niedrig angesetzt habe, damit der ordentlich verwirrt ist und in seinem System garantiert kein Angebot für mich haben kann. Ja,
ärgerte sich natürlich, dass der Kunde angeblich günstiger war, als er ihm anbieten wollte. Aber letztendlich, diese Stromanrufe sind auch nicht legal. Ihr werdet hier teilweise einfach angerufen, wenn eure Daten irgendwo im Internet rumschwirren, kaufen sie sich die Datensätze auf und, naja, wollen dann mal einen Stromvergleich machen. Das Problem ist, sobald ihr eure Zählernummer haben, könnt ihr euren Vertrag einfach erstmal ändern. Natürlich kann man das Ganze dann widerrufen, aber man hat dann erstmal den Ärger. Na, und das Problem ist, dass man hier ganz oft sogar teurer wird, als man eigentlich, naja, vorher war. Das erzählen die einem nur nicht. Und außerdem weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, einfach blind übers Internet oder beziehungsweise übers Telefon, ohne zu wissen, was da für eine Firma dran ist, einfach mal blind den Anbieter zu wechseln. Ist schon eine starke Nummer, was die sich da eigentlich immer wieder erlauben und leisten. Aber es interessiert halt keinen. Die Stromanbieter rufen weiter fröhlich an. Mich wundert es eigentlich, dass sie jetzt in der aktuellen Situation, wo die Strompreise explodieren, hier nicht massenweise anrufen. Wahrscheinlich, weil die neuen Preise alle abschreckend sind und sowieso alle viel zu hoch. Aber es ist schon Wahnsinn. Also die rufen tatsächlich immer noch an. Die Masche scheint weiterhin zu funktionieren. Ja. Hallo. Hallo, wunderschönen guten Tag. Grüß Sie, Herr Karp, ne? Schön, Sie zu erreichen. Anton Eckhardt am Anfang von Better to Trade Unternehmen. Herr Karp, ich hab's gerade mitbekommen, dass Sie sich bei uns gestern angemeldet. Genau, Trading Unternehmen. Das glaube ich Ihnen schon anhand Ihrer Stimme nicht. Bitte? Das glaube ich Ihnen schon anhand Ihrer Stimme nicht. Also, Sie haben gestern mitbekommen, dass Sie sich bei Better to Trade ein Handelskonto registriert haben, deswegen, gestern habe ich auch telefoniert, Sie waren ja nicht daran drangekommen auf dem Handy. Deswegen würde ich Sie nochmal telefonieren, um weiterhin zu fragen, mit was für einer Summe haben Sie jetzt gedacht, das Ganze zu starten, Herr Karp. Also, das finden Sie seriös, gleich erstmal nach dem Geld zu fragen, ne? Finden Sie nicht, dass das nicht eigentlich nur Betrügerfirmen so machen? Wie bitte? Sie rufen an und fragen als allererstes gleich, wie viel eingezahlt wird. Also so geldgierig kann man doch überhaupt nicht sein, das ist doch ekelhaft. Herr Karp, eins kann ich Ihnen sagen, also mit uns seriöse Kunden, wir haben nichts zu tun. Also wenn Sie weitere Frage haben, wegen unserer... Wenn hier einer unseriös ist, dann sind Sie das. Sie sind Betrüger, krimineller Betrüger. Das ist uninteressant, was Sie sagen für mich, verstehen Sie? Weil, genau, und damit bestätigen Sie sogar, dass Sie Betrüger sind, weil nur Betrüger so mit den Kunden umgehen. Hallo, hure ja, du, ich habe so viele, so wie Sie. Ach, verstehen Sie? Jetzt auch noch so... Also es ist ja wirklich schon beeindruckend, wie wenig Mühe sich die Betrüger eigentlich beim Bescheißen geben. Also das ist ja wirklich mehr als plump. Ja, im Beleidigen sind sie alle gut. Und bestätigen tun sie damit den Betrug auf jeden Fall. Macht's für mich auf jeden Fall einfacher, dass ich gar nicht groß beweisen muss, dass wir hier bei komischen, unseriösen Firmen gelandet sind. Ja, die verraten sich ja letztendlich selbst. Aber erst will ich mir ja sagen, er arbeitet nicht mit unseriösen Kunden zusammen und seine Firma ist ja seriös und dann wird er beleidigend. Schon interessant. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag, spreche ich mit Sean Steinberger? Mhm. Silvia Stein am Apparat. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf Business Community Bitcoin Prime. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und plus gebe ich Ihnen Informationen, wie es funktioniert. So, weil Sie da Daten gelassen haben. Weil ich die Daten gelassen habe, deswegen rufen Sie einfach an. Weil ich Kontoberaterin auf dieser Plattform bin. Ja, und was berechtigt Sie gesetzlich dazu? Weil in Deutschland brauchen Sie ein Double Opt-in, um anzurufen. Das haben Sie nicht. Habe ich Ihnen nicht gegeben. Was meinen Sie damit? Sie haben gestern Abend... Kann ich Sie darüber aufklären? Ein Double Opt-in ist ein Häkchen, was ich setzen muss, dass ich dann gleich eine PIN zugeschickt bekomme und meine Telefonnummer für den Anruf verifiziere. Ansonsten könnte ich ja da meinen Nachbarn eintragen oder sonst wen und dann rufen Sie einfach illegal an. Was meinen Sie? Sie haben Ihre Daten gelassen. Sean Steinberger und der Maleradresse... Ich habe es gerade erklärt. Da müssen Sie zuhören. Soll ich es Ihnen nochmal erklären? Okay, erklären Sie. Ja. Sie dürfen nicht einfach Telefonnummern anrufen, nur weil Sie eingetragen sind. Sie müssen das mit einem Double Opt-in schützen. Das heißt, wenn irgendjemand bei Ihnen eine Telefonnummer einträgt, muss er auf diese Telefonnummer eine SMS oder einen Anruf mit einer PIN-Code-Durchsage erhalten. Diese gibt er dann auf der Webseite ein, um damit zu bestätigen, dass er auch diese Person ist, die sich da eingetragen hat. Ansonsten könnten Sie jeden anrufen, den ich da eintrage, weil ich ihn gerade privat ärgern will. Und das ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt.
ziemlich bezauberte Situation. Ich höre diese Information zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Das ist aber sehr schlecht. So, Sie haben, sehr schlecht, dass Sie das zum ersten Mal hören. Doch, das ist sehr schlecht, weil Sie müssen sich ja mit den Gesetzen auskennen. Das ist alles gesetzlich, verstehen Sie? Sie haben Ihre Daten gelassen, jetzt bekommen Sie Anruf von der Finanzbehörde. Ja, habe ich Ihnen erklärt, so ist das nicht sauber. Das ist so nicht erlaubt. Wie Sie es wollen, also haben Sie kein Interesse im Onlinehandel. Bin ich korrekt? Das hat mit Interesse nichts zu tun, das hat was mit Fakten zu tun. Sie rufen illegal an. Meinen Sie illegal, wenn Sie Ihre Handynummer und E-Mail-Adresse, Vornamen, Nachname gelassen, meinen Sie es illegal? Ja, weil Sie keine Bestätigung haben, dass Sie das dürfen. Sie haben keine Genehmigung auf dieser Rufnummer. Dann warum haben Sie Ihre Daten gelassen? Ja, weil ich damit auf YouTube zeigen möchte, dass da gleich Betrüger anrufen. Und das funktioniert ja wunderbar. Sie sind YouTuber. Ja, genau. Alles klar. Aber dann wird's... Okay, ich wünsche einen schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, unsere nette Zauberpüppi wollte sich ja jetzt hier dann auf einmal doch noch mit uns weiter unterhalten, hat aber mittendrin abgebrochen. Man hat es ja an ihrer Reaktion gemerkt, dass er eigentlich noch vorhatte, was zu sagen. Ich vermute mal, dass schon der Kollege oder die Kollegin, die wie immer nebenan sitzen, weil die den Betrug ja nicht alleine machen können, vielleicht schon abgewunken hat, dass er jetzt aufhören soll, es reicht. Na, also ich meine, ist ja immer wieder das Gleiche. Aber schon Wahnsinn. Ich finde es halt eben einfach wahnsinnig, dass da Menschen drauf reinfallen. Und von daher teilt ja gerne die Videos und Inhalte mit all euren Verwandten, Bekannten, Freunden, alle, die ihr ebenso kennt. Damit wirklich niemand aus eurem Umfeld auf sowas hier reinfällt. Denn es gibt leider jede Menge Opfer, denn sonst würden die hier nicht auf Masse anrufen. Es muss sich ja lohnen. Wenn es sich nicht lohnen würde, würde es ja auch schließlich keiner mehr machen. Hallo, Herr Steinfacher, hören Sie mich? Der Anruf wurde unterbrochen. So, Herr Scheinfeger, hier ist Eli Berke von der Europäischen Haupthandelszentrale. Wie ich sehe, gestern haben Sie bei uns ein Handelskonto gemacht und ich habe Ihre Anfrage im System bekommen. Ich nehme an, Sie interessieren sich für Onlinehandel, ja? Ja, schon. Okay, sehr schön. Deswegen rufe ich Sie auch an, damit ich Sie über weitere Schritte informieren kann und damit wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren können. Ich habe einfach einige Fragen an Sie, damit wir das richtige Handelskonto aktivieren, ja? Aha. Und zwar, Herr Steinfeger, machen Sie bitte das zum ersten Mal oder haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? Was meinen Sie? Also haben Sie schon Erfahrungen? Haben Sie schon gehandelt mit Kryptowährungen, mit Aktien oder mit solche Sachen? Oder machen Sie es zum ersten Mal machen Sie auch so alles? Okay, Herr Steinfeger, das ist in Ordnung, dass Sie keine Erfahrungen haben. Ja. In diesem Fall werden wir für Sie das Konto auf unsere Empfängerplattform einrichten. Und als Empfängerkunde bekommen Sie alle Unterstützungen von unserer Seite. Sie haben auch eigentlich Glück gehabt, denn seit September haben wir ein neues Projekt. Sie sind genau innerhalb dieses Projekts bei uns angemeldet. Daher alle diese Unterstützungen bekommen Sie kostenfrei von uns. Und zwar, Sie bekommen einen privaten Finanzberater. Mit Ihrem Finanzberater können Sie Ihre Strategie planen und das alles im Voraus besprechen, wann, wo und wie genau Sie das Geld investieren sollen. Und wie Sie am besten profitieren. Und außerdem, Sie bekommen Zugriff zu einem MetaTrader. Es ist eine Online-Software, funktioniert wie ein Roboter und es wird für Sie automatisch handeln, kaufen und verkaufen, damit Sie Ihr Kapital maximalisieren können. Ist das für Sie klar? Ja, für mich ist nicht klar, wie Sie gleich darauf schließen, dass man da irgendwas einzahlen will. Wie bitte? Ja. Können Sie es wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, für mich ist nicht klar, wie Sie gleich darauf schließen, dass die Leute bei Ihnen einzahlen wollen. Sie sind Sie haben selbst das Konto gemacht. Habe ich etwas von Ihnen verlangt? Nein, was brauche ich? Mit der Einzahlung haben Sie ja gleich in den Raum gestellt. Ja, es geht um Onlinehandel. Wenn Sie nicht investieren, womit handeln Sie? Ja, Onlinehandel ist ja sowas wie Amazon. Sie meinen Investitionen. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ja, und dann hat sie sich schnell aus dem Staub gemacht. Tja, da sind ihr wohl keine passenden Argumente mehr eingefallen. So ist das halt eben, wenn man als Betrüger bei den Leuten anruft. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Jupp. Hallo? Mhm. Guten Morgen, ich spreche gerade mit Herrn Wolfgang. Ja. Freue mich, ich bin Anna, ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System Germany. Ja. Okay, so, wir werden Ihr Konto aktiv machen, okay? Nee. Wie nee?
Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ja, aber das heißt Herr Wurstwasser. Okay, Herr Wolfgang, Sie haben eine Anmeldung gemacht und das... Was ist das, nein, Herr? Das heißt nicht für das Sie, ist nicht deine Spiele. Ja, richtig. Das finde ich auch nicht lustig. Warum haben Sie das Anmeldung gemacht? Das heißt Herr Wurstwasser. Nochmal? Wurstwasser. Herr, Sie haben ein Konto Herr Wolfgang und das Konto. Was ist das? Nee. Herr. Lassen Sie mich reden, okay? Aber Sie können doch gar nicht reden. Was ist das? Wurstwasser ist mein Nachname. Wurst was? Wurstwasser. Ja. Wurst Wolfgang. Nein, Wurstwasser. Nur Wurstwasser. Herr Wurstwasser. Okay. Und? Jetzt, wir werden Ihr Konto aktiver machen. Okay? Herr Wurstwasser. Okay, Herr Wurstwasser. Ich verstehe. Ja. Können Sie Internet benutzen? Könnte ich machen, ja. Okay. Gehen Sie bei Google? Nee. Was ist das? Nur nee. Was heißt das, was Sie da sagen? Das kann man... Das habe ich nicht so richtig verstanden. Genau, und dann wird aufgelegt. So, wie man sich das halt eben von den Betrügern vorstellt. Da wissen sie schon direkt nicht mehr weiter. Aber unfreundlicher geht's gar nicht. Vor allem meinte die, ich soll sie ausreden lassen. Sie hat mir doch die ganze Zeit ins Wort gequatscht. Tja, da muss man schon manchmal echt gucken, dass man da nicht selber durchdreht, wenn man da solche Leute jedes Mal am Telefon hat. Also Hola geht's ja kaum noch. Aber gut, wenn die Betrüger der Meinung sind, dass sie so erfolgreich sind, ich find's nur immer wieder traurig. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich gerne mit Herrn Wurstwasser. Ja. Lukas Berg im Apparat. Ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System. Guten Tag, Herr Bergi. Ja, wie geht es Ihnen heute? In Zukunft. Haben Sie eine schöne Wochenende? Ja. Das freut mich sehr, ich auch. Aber ja, ich arbeite heute auch, ja. Ja, ich arbeite nicht. Ich streichle gerade meine kleine Katze. Verstehe ich. So, Herr, ich habe Ihnen angerufen, wie gesagt, über Ihre Anmeldung, über Bitcoin System. Och, das ist ja entzückend. So. Okay, haben Sie mit anderen Supporting gesprochen, Herr? Ja, da hat so eine komische Frau angerufen, die war unverschämt. Verstehe ich. So, Sie haben diese Anmeldung gemacht, das stimmt. Doch, deswegen rufe ich Ihnen auch an. Deswegen sollen wir weitermachen, Herr. Welche Anmeldung denn? So, wie gesagt, werde ich Ihnen jetzt helfen, um diesem Konto aktiv... Wie bitte? Was? Wie gesagt, ich werde Ihnen helfen, weiterzumachen, um diesem Konto... Herr, hören Sie mich auf, okay? Wie aufhören? Was meinen Sie denn? Hören Sie mich auf? Habe ich nicht ganz verstanden, akustisch. Wie funktioniert das? Das funktioniert, dass Sie mich anhören sollen, okay? Ja, das mache ich. Okay, gut. So sprechen Sie nicht, weil ich spreche. Herr. Ja? Machen Sie keinen Spaß hier, es geht über Ihren Geld, okay? Es geht um mein Geld? Oh. Es geht über Ihr Geld hier. Genau, Herr Wurstwasser, machen Sie keine Spiele. Sie haben diese Anmeldung selber gemacht, Geld okay? Geld macht Geld. Möchten Sie kein Geld verdienen? Was sind Sie? Arm? Nee. Haben Sie kein Geld zu investieren? Ist das... Wieso? Was Sind Sie arbeitslos, dass Sie über arme Leute sprechen? Ich bin kein Arbeitsloser, aber Sie haben diese Anmeldung gemacht selber. Das meint, dass Sie kein Geld haben zum Investieren. Sie müssen Geld verdienen. Sie müssen ein bisschen langsamer reden, sonst verstehe ich Sie nicht so gut. Oh, Sie verstehen mich nicht. Sind Sie ein Ausländer? Okay, soll ich langsamer sprechen für Ihnen, oder wie? Ja, das wäre ganz... Okay, werde ich, du kleines Ausländer. Hurensohn. Ja. Wie gesagt. Herr. Ich rufe Sie an. Ja. Und woher kommen Sie her? Woher kommen Sie? Von draußen. Ja, wo? Von draußen. Welchem Land? Ach so, vom Außenland. Ah, von Arabia. Deswegen verstehen Sie kein Deutsch. Ja. Okay. Ja, ich verstehe. Okay, ja, ich arbeite nicht mit Arabien-Kunden. Weil die kein Geld haben. Ich verstehe, wieso sie kein Geld haben, ja.
Ich dachte, Sie sind groß. Okay, okay. Brauchen Sie einen Job? Aber 250 Euro hat jemand. Das bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Okay. Ich reiche gerade meine kleine Katze. Ja, ich hab's keine Zeit für Wortspiele hier, okay? Was benutzen Sie gerade? Ein Laptop oder Handy? Was? Also, Sie haben auch kein Geld, so Sie haben auch keinen Laptop oder Handy. Verstehe ich. So Sie rufen Sie mich an, ja, in meinem Nokia-Handy. Sie haben ein Nokia-Handy? Ja, okay. Okay. Okay, ja, ich verbinde jetzt Ihnen mit meinem besten Kollegen, mit dem besten Support-Team, das wir hier haben. Ja. Ja, hallo? Bettina? Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, Bettina. Hallo, können Sie mich hören? Ja, ich kann dich hören, Bettina. Mein Name ist Aiden Brown, Herr. Bettina Brown? Aiden. Was? Ich bin Aiden Brown, Herr. Können Sie mich hören oder was? Ich dachte Bettina Brown. Nein, Bettina, Aiden. Also der Kollege hat gesagt, er gibt mich jetzt an Bettina weiter. Tja, das sind halt ganz normale Anrufe von ganz normalen Trading-Banken. Oder so ähnlich. Ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Lori Knusprig, korrekt? Lorios Knusprig, wäre der Name richtig ausgesprochen. Okay, danke schön. Ja, so, ich heiße Silvester. Ich dachte Pimmelotter. Können wir uns auf Pimmelotter einigen? Sprechen Sie Deutsch oder lieber Französisch? Nee. Bonsoir. Was bitte? Ich heiße Silvia Stein. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf BitAurox. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und plus gebe ich Ihnen Informationen, wie es funktioniert. Herr ja. Knusprig. Soweit ich mein System überprüft habe, haben Sie keine Erfahrung in diesem Bereich. Bin ich korrekt? Okay, weiter zum Informationen gebe ich unser Anruf zu Maria Weber. Bleiben Sie kurz. Ah ja, zu Pimmelotter 2. Hallo, spreche ich mit Lorioris? Ja, Sie sprechen mit Herrn Knusprig, um ganz genau das Ganze zu nehmen. Und mit wem spreche ich da jetzt? Tja, dabei, endet das Ganze denn schon. Das kann sie nicht beantworten, ich weiß mal auch manchmal nicht. Und eigentlich wollte sie mich nicht an jemanden anders weitergeben? War das nicht irgendwie dann schon wieder die gleiche Stimme? Ich weiß es nicht. Also es ist immer wieder aufs Neue verwirrend, was man da so für Leute am Telefon hat. Keine Ahnung, wie die damit Erfolg haben. Das Schlimme ist, es funktioniert halt. Naja, machen wir mal weiter. Ja, guten Tag. Einen wunderschönen Tag, Gerold Stein hätte ich angesprochen. Ja, ist am Apparat. Herr Stein, Klaus Podolski am Apparat. Steiner. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GS-Verein aus Berlin. Es geht um Ihre kostenlose Gewinnspielteilnahme, die Sie noch nicht gekündigt haben. Haben Sie es vergessen zu kündigen oder lassen Sie des Bedarfs nicht weiterlaufen? Für 12 Monate, 89,90 monatlich, Herr Stein. Und was denn für ein Gewinnspiel? Bei der Eure-Checkpot. Bei der staatlichen Lotterie. Sagt mir nichts. Also Sie haben sich vor 4 Monaten bei den berühmten Aktionen der kostenlose Gewinnspiele der staatlichen Lotterie sich eintragen lassen. Kostenlos 3 Monate. Und die Eintragung war über Katalogbestellungen, Zeitschrift, Abo, Umfragen, Preisausschreiben, Online-Bestellungen, Medienmarkt, Marktforschung, Strom- und Gaswechsel. Das mache wir ich sind alles nur nicht. Habe ich alles nicht gemacht. Wir sind nur jetzt gesetzlich verpflichtet, Sie nochmal anzurufen, um Ihnen das zu Bescheid zu sagen. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie diese 12 Monate 89,90 nicht zahlen und uns spielen wollen, auch welchen Gründen auch immer, dann haben Sie das Recht auf eine kurze Minderung. Laut des Gesetzes BGB, § 312, der Absatz 3, unter der Einhaltung der Mindestlaufzeit 3 Monate, damit Sie frühzeitig aussteigen zu können. Möchten Sie den Ausstieg wahrnehmen für 3 Monate oder sollte es weiterlaufen für 12 Monate, Herr Stein? Ich bezahle das gar nicht. Gut, dann leite ich die Unterlagen so, wie es weiter für 12 Monate dann, Herr Stein. Schönen Tag noch wieder. Tschüss. So was nennt man Erpressung. Alter Falter. Tja, die geben sich ja nicht mal Mühe. Da legt er einfach auf, labert noch irgendeinen Stuss. Da passiert doch aber sowieso nichts. Jetzt hab ich ja meine Daten nicht gegeben. Der hat nichts von mir. Der kann nichts machen. Das ist einfach nur Fake und Blödsinn, was er da erzählt hat, weil der ganze Vertrag einfach nicht existiert hat. Wer glaubt denn sowas? Also,
Erst wenn man jetzt hier mitgespielt hätte, würde man einen Vertrag eingehen. Und erst wenn man hier mitgespielt hätte, würde man, tja, sein Geld dann verlieren. Das, was jetzt hier passiert ist, ist nichts anderes als Betrug. Und er erzählt mir was von einem Vertrag, der gar nicht existiert hat. Wenn ich nichts mache, dann läuft es einfach 12 Monate weiter. Aber ich kann mich noch entscheiden, ob ich es gerne 12 Monate weiterlaufen lassen möchte oder auf 3 Monate verkürzen. Nun ja, aber ich habe ja gar keinen Vertrag gehabt. Also dementsprechend, tja, ihr wisst's, es ist Betrug und bleibt Betrug. Auch wenn sie da immer wieder was anderes erzählen wollen. Auch schon absolut kriminell. Auf diese Masche hier vermute ich, dass da schon der ein oder andere mehr drauf reinfallen könnte. Weiß ich nicht genau. Ein Telefonat habe ich euch heute noch mitgebracht. Ja, bitte. Hallo? Ja. Ja, hallo, guten Tag, Thomas Andersson am Telefon. Sprich mit der Puppe, Fick? Ja. Ich grüße Sie, Herr Fick. Kann ich ficken? Was haben Sie für ein Problem eigentlich? Ja, aber wie heißen Sie? Herr Fick, steht doch da. Wie? Der steht doch da, haben Sie doch vorgelesen. Ja, aber ich denke, sehen Sie nicht, Fick. Haben Sie irgendein Problem? Was rufen Sie bei mir an? Warten Sie ganz kurz, bitte. Ah, wer sind Sie, du Hurensohn? Haben Sie irgendwen nachgeladen? Deine Nummer ist in der schwarzen Liste von Kriminalpolizei, weil sie spitzt mit Leuten, machst du YouTube. Ja. Ja. Sind Sie eine YouTuber? Nee. Wie hier ist deine Kanale? Ja. Wie heißt deine Kanale? Erika. Wie? Erika Braun. Erika Braun, ist dein Kanal in YouTube? Mit Sens. Okay, ich mag Subscribe. Ja. Jetzt sofort und ich gucke in dein Video. Okay, aber wie ist dein Name? Realname? Ja, steht doch da. Stas Becker? Okay, alles klar, Herr Fick. Finden Sie das lustig, ja? Ja, wenn es um solche Sachen geht, dann finden die das definitiv alle wieder lustig von den Betrügern. Ach man, da weiß man teilweise wirklich nicht mehr, was man noch dazu sagen soll. Es wird immer unterirdischer, immer furchtbarer und das Benehmen, tja, keine Ahnung. Ich meine auch gut, wenn jetzt der Name jetzt hier von mir ein bisschen komisch gewählt war, dann kann man ja eigentlich sich so einen Anruf von vornherein ganz sparen und das gleich sein lassen. Ich meine, da würde man zumindest keinen Ärger mit dem Kunden irgendwie provozieren. Ich weiß es nicht. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Außerdem unterstützt ihr den Kanal auch gleichzeitig damit. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.